Okay, wir haben Grimbarts Zeugenaussage. Dieser Brief bezeugt, dass Salina zur fraglichen Zeit gleich beim Stollen war. Sie hat stattdessen dem jungen Zwerg und seinen Freunden eine private Vorstellung ihrer Gauklerkünste dargeboten. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Okay, der Zeuge. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich mit einer tatsächlich einen der Zwerge gefunden, Grimbart, und ihn überredet, als Zeuge aufzutreten. Er kann Salina ein handfestes Alibi geben. Sprich mit Grimbart. Grimbart wird vor dem König bezeugen, dass Salina für die Zeit des Stolleneinstoßes ein Alibi hat. Das Alibi. Ich habe einen jungen Zwerg gefunden, der bezeugen kann, dass Salina zur Zeit des Stolleneinbruchs nicht am Tortort gewesen sein kann. Der hat ihm und seinen Freunden zu diesem Zeitpunkt eine geheime Privatvorstellung gegeben, wenn das kein Alibi ist. So, ja, gehen wir erst einmal. Genau, Grasimas Lager ist da unten. Lass das mal vor Grimm machen. Na klar. Gehen wir erst einmal ein paar Gruftasseln töten. Hier wären wir. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, dann können wir eintreten. Ich bin bereit. Angrosch behüte uns. Gehen wir. Ja, Grasimas Lager. Es ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Seht ihr diese Abflussdecke? Jemand muss die Gitter geöffnet haben. Da kommen sie hervorgekrochen. Aber warum sind es gleich so viele? Ich werde versuchen, die Gitter wieder zu schließen. Haltet mir die Asseln so lange vom Leibe. Tötet zuerst mal die da vorne, damit ich zur Kurbel komme. Ja, Quicksave machen. Umreißen kann ich auch nicht benutzen. Ja, super. Dann pack mal die Klingenparade wieder da rein und benutze sie auch gleich. Aufgepasst! Alles klar. Arquartus. Ja. So, entgifte die beiden mal. Sehr gut. Ich werde jetzt den Mechanismus betätigen, damit die Gitter wieder geschlossen werden können. Macht euch bereit, falls noch mehr an. Ja. Gut, die Asseln scheinen von da oben zu kommen. Beziehungsweise hier unten scheinen noch mehr zu sein. Okay, jetzt können wir gleich wieder. Na klar. So.
Hier scheint es dann noch eine Kurbel zu geben. So, der Raum ist nun sicher. Ich muss nur noch die Kurbel betätigen, dann können wir weiter zum zweiten Raum. Okay. Sanya. Die Gruftasseln nehme ich aber auseinander. Mal gucken, wie viele Räume sie hat. Also die Gruftasseln weg. Wobei, ich will auch gucken, was in den Fässern ist. In der Zukunft nehme ich mir Zeit. Die Asselplage. Säubere den ersten, also trifft Krasima bei ihrem Lager. Ich habe mir nicht nur ihr Lager... Krasima hat mir nicht nur ihr Lager gezeigt, sie kommt auch noch hinein und hilft die Asselplage zu beseitigen. Säubere den ersten Raum. Der erste Raum ist frei von Asseln, aber das Lager hat noch zwei weitere Räume. Zwei sogar. Geschafft. Der erste Mechanismus funktioniert wieder. Der zweite Mechanismus funktioniert auch wieder. Auch in diesem Raum gibt es einen kaputten Mechanismus. Ich muss die Asseln fernhalten und Krasima den Weg frei machen. Auch der zweite Raum muss komplett von Asseln befreit werden. Bleibt nur eine übrig, fängt die Plage wieder von vorne an. Also das netterweise wartet Krasima auf Entfernung. So, mal gucken, was sie in ihren Fässern hat. Helles Pferdokorn, Gulmon-Tee. So, dann noch die Asseln hier, die sind... Also Fünfergruppen Asseln, die sind jetzt nicht so gefährlich. Wie jetzt die Asselgruppen in der Stinkehöhle mit dem Tatzelwurm. So, dann kümmern wir uns um die nächste Asselgruppe. Wahrscheinlich die Gitter, durch die kommen die Asseln rein. Warum auch immer man... Also hier geht's nicht nach oben. Ein Zwerg, ein Wort. Sanya. Komm schon, Candidus. Das Problem ist halt wirklich der schwere Wundbrand. Ja. Töte die verbleibenden Asseln. Jetzt muss ich nur die restlichen Asseln beseitigen, um die Plage in diesem Raum zu beenden.
So, hier können wir nirgends hoch. Sind nur vier Asseln. Okay. Candidus. Lass das mal Vorgrip machen. Und ja, der Hammerschlag von Vorgrim tut echt weh. Grundascher Klamak! Diese Hallen sind ja überschwemmt mit den Biestern. Hinter diesem Tor dort drüben ist die letzte Lagerhalle. Also los, zeigt ihnen, wer die Herren von Murolosch sind. Okay, dann hoffen wir mal, dass in der letzten Halle... Beseitigen den Rest der Asselplage. Der dritte Raum scheint mir der Ursprung des Übels zu sein. Offensichtlich wollen hier die Asseln brüten. Erst wenn ich hier alle Asseln in Chaos gemacht habe, hat der Spuk ein Ende. Das ist die letzte Lagerhalle. Ein seltsamer Geruch. Riecht ihr das auch? Macht euch bereit. Ja, das machen wir gleich, sobald wir... Sind das da hinten etwa Nester? Diese Biester wollen hier brüten. Ihr müsst sie alle beseitigen. Ja, das haben wir auch vor. Oh, große Gruftasseln. Also ja, die schwarze ist eine große Gruftassel. Sprich, Freund. Sturm über Wasser. Alles klar. Deception. Für Achtung! Schnell die großen Gruftasseln wegbrennen. So, dann machen wir hier fertig. Also das war schon ein bisschen schwieriger. Und ja, ich gebe zu, hier hätte der Orglinwurz, der Gobbus, der Rotpelze gut geholfen. Wobei, werfen wir mal einen Blick darunter. Okay, ich würde sagen, das sind ein paar zu viele Asseln, um die jetzt noch auf die Schnelle zu schaffen. Ich würde sagen, wir speichern hier an dieser Stelle. Let's Play 34, 034, speichern
und machen erstmal einen Cut und kümmern uns in der nächsten Aufnahmesession um die Asseln. Um die restlichen und die Nester. Also, bis gleich.